Ja, also derzeit der Plan, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge, da haben wir das mit den Silbernägeln angefangen. Na? Drei Kreise rausgekommen, kannst du eben überschicken. Und noch 4 Pfund Silber für die übrigen Nägel auftreiben. Ja. Das müssen wir zuerst machen, dass der Moritz uns sagt, wo der Leonard ist. Das ist der Leonard. Das ist der Sohn des Herzogs. Der den Thron, also der Nachfolger, der offizielle. Wir müssen jetzt erstmal auf Tag warten, weil nachts können wir da gar nichts machen, glaube ich. Vor allem ja gerade mal, wir können ja auch vielleicht noch Silber auftreiben oder einfach mal in der Taverne fragen. Vielleicht gibt es ja noch was Neues, was dann seltener ist. Die Abtei in Ostrot wollen. Gute Leute, lasst euch erzählen, wie die Abtei erschien. Es war einmal ein Monster. Ja, das kennen wir. Das Monster hat dann den Mandel geheilt und der hat die Abtei gebaut. Karl von Ramm. Freunde, habt ihr von Karl von Ramm gehört? Den man den Spieler nennt. Der ist angeblich der Armee des Landgrafen beigetreten. Ja, ja, ist der, der um Leben und Tod würfelt. Das kennen wir auch. Gut. Mal gucken, vielleicht spielt der Händler hier hinten eine Rolle. Mal da nochmal reden. Trophäen. Das ist alles nix. Die können wir nicht verkaufen. Guten Tag, Götz. Gib 8. Standardtext. Geister können wir gar nicht bekämpfen. Da sind wir viel zu schwach für. Kann ich hier jetzt noch was machen? Ne. Ich laufe nur mal so ein bisschen rum, mal gucken, ob wir und die vielleicht was? Na. Oh, so einer ist gut. Zwar für... Nur den bei ihm. Und verkauft er vielleicht irgendwie Silber? Ja. Fünf, sechs. Leichter Infanterieschild. 3-3. Das wäre einer mehr, ne? Für 60 nur. Und er? Oh, guck mal, die haben Armbrüste. Minus 13, 13. Minus 12, 10. Minus 10, 11. Das wäre minus 10. Aber minus 13. Hat überhaupt 13 Initiative? Der hat nur 9. Der hätte dann eine negative Initiative oder was? Achso, nee, der hat schon minus 12. Guck mal. Nur besser die. Schießt er öfter.
Ja. Wir liegen jetzt mal mit dem Moritz. So, da passiert ja auch nichts. Nicht los. Ne. Auch nix. Plünder? Die versuchen wir mal. Okay. Das müsste der auch alleine schaffen. So, ich habe mal die Schlimmsten ausgeschaltet. Jetzt können wir die Fernkämpfer um den. Wobei die Bogenschützen natürlich auch nicht gut. Genau. Nein, doof. Shit. Lass mal auf den tot machen. Du bist tot. Dann kannst du mal den nehmen. Siehst du, jetzt riecht er ein Unheiliger, das ist nicht gut. Genau der. Dann baller ich auf den. So. Der unsere Gute hier tot. Ich weiß absolut nicht, was ich machen soll. Oh, hier hat ein Level-Up. Zack. Mit Herstellung und Stärkung. Was sag ich denn hier in einer Schmiede? Das wurde schon alles geklärt. Einfach nur Trophäen. So, ich weiß nicht, was ich machen soll. Silbermodus verfügt, lassen sich 3 Dutzend Nägel schmieden, 3 Raubbretter kannst du also zur ewigen Ruhe schicken. Und du musst noch 4 Pfund Silber für die übrigen Nägel auftreiben. Das ist jetzt Tag, wir müssen jetzt schon wieder fast Nacht. Kapellenruine. Ich sehe aber auch keine Gräber oder irgendwas. Müssen wir mal durch hier. Der noch Rekruten. Ich frage mich, ob wir die irgendwie von denen kriegen oder so. Oh, dunkel. Oh, ist eine Menge. Drei Bogies. Schnell rein da. Können wir nicht fehlen. Machen wir mal Mitte rein. Jetzt mal den. Du warte mal. Und sei es mal den. Auf die Schwachen zuerst. Geht.
Und wieder einer. So, du kannst jetzt mal wieder herstellen. Jetzt haben wir keine Wunden bekommen. Geben die mal nicht auf. Halt. Okay. Nein, die haben auch keinen Lauf. Hexenzirkel. Was hier drin? Oh, du hast mit dem Silber gefunden. Nein. Leider nicht. Was ist denn das? Oh mein Gott! Bestimmt nicht. Geh weg. Ha. Nein! Oh, Werwölfe. Nein! Nein! Oh shit. Die Wilderheit. Ich versuche mal hier oben mein Glück. Pfui. Vor allem speichern. Gibt's hier irgendwas? Mein Neudorf hier? Nix. Neuhof. Ja, die werde ich nicht einnehmen können. Eine Taverne. Nein! Das war keine gute Idee. Shit. Oh, 12 Schaden, ne, kann ich ja nicht. Vielleicht schaffe ich das ja. Wenn ich überlebe. Irgendwie. Weil das ein bisschen viel Schaden ist. Ich glaube, er ist der Einzige, der hier wirklich was reißen kann. Moment. Ach du Scheiße. Weil ich den ausmachen sollen. Kacke. Ah, Idiot. Der ist auch schon verletzt. Okay, wenigstens können die sich nie heilen, das ist schon mal gut. Okay, ist einer weg. Ah, oh, der ist auch weg. Halt hier nochmal. Ich weiß nicht, ob du überlebst, aber. Vielleicht auch mal den auszumachen. Vielleicht packen die ein Pferdchen. Jawohl. Nicht auf die Heilerin. Nicht den Mönch. Nein. Ach, der kann jetzt dahin, die Mönch. Okay, ich darf das letzte Pferdchen machen. Muss meditieren. Hoffen, dass er überlebt ein bisschen. Ah, goodie. Weil ich Gift habe, genau.
Halt. Statt ja nicht überleben. Trink mal was. Oh shit. Okay, aber alle Pferdchen dann weg. Und wir stehen noch. Keine Ahnung. Nochmal Wiederherstellung ihn. Ist noch nicht viel, aber immerhin. Zack. Das war der Priester. Jetzt geht's. Auch wenn ich hier fast nie dran komme, Junge. Ah, jetzt muss ich wieder meditieren. Ich kann aber jetzt da hinten rein lang. Jawoll! Ikone Gregorwunder, irgendwas. Arbeiterpferd, Rittmeister. Hallo? Was geht denn jetzt? Naja, vielleicht überlebe ich hier. Lass mal die. Immer schön zusammenbleiben, wir beiden. Und in der Mitte. Auch wenn ich jetzt verkloppt werde. Ja. Steht noch. Er steht noch. Nicht mehr. Doof. Naja, der kann jetzt ja auch den Fernkämpfer, das ist nicht gut. Da hält er ja einen Schlag aus. Machen. Das wird nichts. Das wollte ich gar nicht rankommen. Ich kann keinen Flächenschaden machen. Fuck. Ja, kannst du mich noch mal heilen? Du stirbst sowieso jetzt. Oh, doch nicht. Guck mal, er muss auf mich hängen. Hilf nicht, ich muss das nehmen. Ah, oder? Das hat nichts geworden. Okay. Hilft nix. Hilft nix. Das war eine blöde Idee da reinzugehen. Da oben ist Ende. Also in die Taverne können wir nicht. Das wissen wir jetzt. Können wir in die Kirche. Schlangen, ja. Achso, das ist ein Trank. Ja. Hier noch ein paar von kaufen. Ja, Fakt ist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Cool, was soll ich hier tun, junge Frauen, ihre Reliquien. Ah, das kennen wir schon. Über einige ihrer Hochzeit nicht erleben, gerade zur Weihnachtszeit.
Eine Nacht auf kaltem Steinboden mit einem Strick um den Hals ist nicht eben gesundheitsfördernd. Die Löcher im Heiligtum weisen meist Faustgröße auf. Die denn bauen, die können wir schaffen. Die müssten wir sogar schaffen. Ist völlig egal, wie wir angeln. Warte eigentlich nur, dass das Tag wird. Damit der Schlaflose da. So, der rennt jetzt da hinten hin, ne? Müssen wir den irgendwie verfolgen bei Tag, dass er dann. Bei Nacht. Grab sein. Komm, die können wir schaffen. Nein, ich muss zu den Bogies hier. Oh, nicht auf die Heilerin. Okay, der ist weg. Der braucht aber, glaube ich, nur noch einmal treffen und ist tot. Shit. Nicht mehr. War noch nicht. Jetzt aber. War noch nicht aufgegeben. Stehen wir ihn wieder her. Oh, er hat 22 bekommen. Okay. Und hier hatte sich der Graf rumgetrieben. Da ist er irgendwas im Alter. Zumindest zeigt er da was an. Was ist denn hier irgendwie? Also was wir hier machen ist, bei Tag müssen wir die Gräber der Ritter finden und die dann festnageln, bis sie bei Nacht nicht raus können. Oh, ich habe noch kein Grab gefunden hier. Und dann müssen wir noch wo Silber... Oh! Seht Götz, da drüben bei dem Ruin ein einsames Grab, vermutlich mit einem reulosen Sünder darin. Aha! Also fangen wir an. Zuerst müssen wir das Grab aufschaufeln und dann Nägel in die Gebeine des Verblichenen treiben. Zwei Nägel in die Augenhöhlen.
damit der Tote nichts sieht. Zwei in die Schulterknochen, dass er sich nicht erhebt. Zwei in die Ellbogen, um ihm die Hände zu binden. Genug, so ausführlich muss ich die Erklärung nicht sein. Ich hoffe doch, dass ihr das selber tut. Gut, doch denkt daran, wir brauchen für jeden Sünder ein Dutzend Nägel und nicht einen weniger. Ich hoffe doch, dass eure Leute mir beim Graben helfen. Ja. Worauf wartet ihr? Nehmt die Schaufel. Krass, durch die Augen. Moritz treibt den letzten Nagel in den Raubritter und du und deine Leute füllen das Grab rasch wieder mit Erde auf. Dann sprechen die Mönche ein kurzes Gebet. Amen, das war's. Dieser Sünder wird sich nicht mehr aus dem Grab erheben. Doch es warten noch 6 weitere auf uns. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Okay, zumindest wissen wir jetzt, wie die aussehen. So gelbliche Dinger. So, einfach mal die ganze. Na, hier oben wird er ja nicht hingelaufen, ne, oder? Zumindest. Ah, guck, was ist das da hinten? Siehst du? Das ist nicht auch eins. Ja. Sieht Gott da drüben unter dem verdorrten Baum ein einsames Grab, vermutlich mit einem reulosen Sünder darin. Los, Nagel durchs Auge. Das zweite Grab. Wiederholt hier, was ich euch auftrug. Holt die Schaufeln vom Wagen. Nagel in Auge. Amen. Noch 5. Danke, Vater. Ich glaube, das wusste ich noch. Richtig frech jetzt. Ne? Okay, wir machen das so. Wir gehen erstmal ganz außen rum. Mal gucken, ob die noch mehr Fieser am Rand versteckt haben. Und da wir so im Stress sind. Wo ging's denn hier hin? Oh. Okay. Da ist ein Altar. Können wir nochmal kurz in die Kirche. Ist schon wieder Nacht, jetzt können wir sowieso nichts machen. Plus 30% Willenskraft, das kann sie aber nicht nutzen, ne? Ne. Als Käse. Ein Willenskraft. Also für ihn eine Verteidigung, ne? Eine Willenskraft, ne? Weil haben wir nur 3 Initiative rein. Mal austauschen. Der hat seinen noch. Ich habe 2, der hat keinen, der wird noch einen verbrauchen. So, jetzt haben wir noch einen Nagel. Und jetzt bei Nacht bringt es das eh nicht. Ich weiß nicht, ob die bei Nacht überhaupt da sind. Warten wir mal ein bisschen, niedergebrannt ist. Zumindest haben wir schon wieder einen Plan. Mal wieder am Plan. Und wir wissen, wie die aussehen. Nein, was habe ich jetzt geklickt? Wollte ich das?
Ist sowieso egal, können wir auf den schießen. Stärk dich mal selber. Die Bogenschützen können mehr, aber als die Heiler. Rums. Hallo. Rums. Die Mönche, die sind so kacke. Nee. Dann fällt er endlich mal um. Den hier. Okay. Ja, gebranntes Dorf. Scheinen ja welche drin gewesen zu sein. Hier oben wird nichts sein. Ne, wir hatten ja auch auf der anderen Seite, ne? Aber ich sehe hier nichts, was irgendwie wie ein Grab aussehen. Das wenn jetzt Tag wäre. Das da vielleicht. Ah, Seekürz, da drüben, ein Büschen, ein Steilhang, ein einsames Grab, vermutlich mit einem reulosen Sünder darin. Seht, die Graberde ist aufgewühlt, das Grab ist leer, der Bewohner reitet in der Kavalkade des Grafen. Wir kommen besser tagsüber wieder. Ja, genau. Ist jetzt Tag? Meins hin? Tada, dritte Sünder, fast die Hälfte. Da tun wir keine Zeit, alle an die Schaufeln. So, wo kriegen wir Silber her jetzt? Amen. Amen. Der Mönch ist tief in Gedanken versunken. Alle sinne er auf Worte, die er seinem Gebet hinzufügen könnte. Götz, mein Sohn, komm näher. Ich muss euch etwas Wichtiges sagen. Ja? Wir haben keine Nägel mehr. So dramatisch. Ich muss, komm näher, ich muss ja etwas Wichtiges sagen. Wir haben keine Nägel mehr. Wir müssen mehr besorgen. Ich versuche bei den örtlichen Händler Silber zu bekommen. Okay. Also jetzt können wir irgendwie Silber organisieren, nehme ich an. Da. Ich weiß nicht schon, wer das ist. Das wird der Super Popo sein da hinten. David wahrscheinlich. Gehe jetzt stark von aus. Ja, ist wahr. Der hier. 100 pro. Doch nicht. Und noch 9000. Mein Lager. Da ist ein Händler drin. Such den Händler. Ich suche Silberedler her. Mal gucken, was er so hat. 10 Nahkampf. Das war alles nix. Das ist unfarbig, bringt nichts. Okay, ihr sucht Silberedler her. Vergebt mir, doch ich habe keine gute Qualität. Lasst euch versichern, in ein paar Tagen ist das anders. Ich lasse euch wissen, wenn das Silber da ist.
müssen auch noch ein paar Tage warten. Oder was? Zum Silber über den Moritz verfügt, lassen sich drei. Ne. Achso, immer nur die, die wir schon gefunden haben, die werden angezeigt. Verschollene Drohne, aber ja, die müssen wir finden. Okay, also das irritiert mich hier so. Ja, ich soll mal in der Taverne fragen. Guten Tag, Götz, wie geht es? Gesund und wohl aufzusehen. Johann Huhnkäufer. Achso, da hat es sowieso noch. Mal hören hier. Können wir. Was ist denn das? Plünderer. Mandinier. Gott bewahre. Ja, 96. Oh Gott, das ist ein Herr. Zauberer. Ja. Stell dich mal selber wieder her. Autsch. Mann. Kann man die anderen töten, ne? Dann habe ich jetzt unheimlichen Schutz. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß. Immer wieder in die Abtei heilen, halt heilen. Fuck off. Tja, in ein paar Tagen, was machen wir in der Zwischenzeit? Gute Frage. Ja, ich wollte gar nicht so lange machen. Fahr mal einfach nochmal. Vielleicht ja nur ein paar Stunden? Nein. Was soll man denn jetzt ein paar Tage machen? Was läuft denn da? Waldräuber, den können wir doch. Und die müssen wir eigentlich schon. Eine Hexe? Oh, ist schon fast Nacht. Nee. Da will ich nicht hin. Gut, machen wir hier Pause und dann die nächste Folge gucken wir mal nach dem Silber. Okay, bis dann, tschüss.